So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf der Hyperion. Missionssache. Oh, hier bin ich falsch. Ich wollte eigentlich mit der Mission weitermachen. Ich glaube, das war hier, ne? Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Ich bin ja jetzt mehr so fürs Befreien am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir beides machen müssen, aber ich möchte eigentlich jetzt erstmal das Befreien machen. Und deswegen... Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Zergforschung plus 300.000 Credits. Agrarkolonie evakuieren. Wir erhalten ein Feuerfressen. Ich denke, das machen wir mal und stürten direkt los. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, wir haben einiges vor uns. Übrigens, die Qualität war auf dem Monitor so schlecht, denn die Dame war ja frisch gekleidet. Sie war nicht schlecht, also... Das war jetzt nicht irgendwie wegen den Grafiken irgendein Problem, das war einfach so. Das ist halt das Problem der Übertragung. Moderne Technik ist auch nicht immer das, was es mal war. Ja, wir warten wieder mal den Ladebildschirm ab. Was kann ich sagen? Evakuieren, evakuieren, evakuieren. Ich hoffe, ich kann es. Ich muss zugeben, bis hierhin lief die Testversion, die ich selbst gespielt habe. Diese Mission, die kenne ich schon, die andere, die war damals nicht verfügbar, die mit dem Artefakt. Ich wollte die Menschenmission trotzdem deshalb machen, weil ich bin so ein Typ, der lieber Menschen hilft, bevor er sich auf ein anderes Artefakt kümmert. Ich hoffe, wir können das andere auch machen. Ansonsten vielleicht lade ich dann nochmal neu irgendwie und zeige das andere auch noch. Ich möchte euch ja gar nichts vorenthalten hier. Deswegen, aber machen wir hier erst einmal die Evakuierung. Ich bin mehr so der Typ, der lieber zuerst gerne den Menschen hilft, bevor er was anderes macht. Das Abbrechen ist verschwunden. Der Ladebalken läuft schneller. Gleich kann ich meine beliebige Taste drücken. Verdammt. Und dann geht's auch schon los. Ja. Dann geht's auch schon los. Es geht los. Oder auch nicht. Heute ist Ladebalken-Streiktag. Das wurde heute einberufen, habe ich nicht gemerkt. Doof, habe ich jetzt gerade heute aufgenommen. Am Ladebalken-Streiktag. Und der Streiktag ist zu Ende. Vielen Dank für die Truppen. Ich bin ganz Ohr. Oh, ein Zerg. Der macht dich eins über. Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Hey, lass den Bewohner in Ruhe. Verdammt, das war zu langsam. Tut mir jetzt aber leid. Mir echt leid sogar. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Na gut, die könnten sich auch helfen, wie ein Deckchen fahren. Warte, ich lasse mich mir erstmal ganz kurz heilen. So, super. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Das ist aber eine Ehre für mich.
Kontrollpunkt. Ach so, deswegen. Ich dachte schon, was läuft jetzt hier ab? So, ich hätte gerne nochmal so einen. Und dann. Komm. So. Dann benötigen wir hier auf jeden Fall. Ach, immer dieses verfluchte Erz. Komm, mach schneller. Ich hasse es. Es ist so schlimm ab und zu. Wir brauchen WBFs. Viele WBFs. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Hier müssen wir hin. Der erste Konvoi wird demnächst Lux Crossing verlassen. Ja, aber macht langsam. Macht, was? Hängt bitte, meine Freunde. Hängt. Ich, produziere WBF so schnell wie es geht, aber bitte macht Pause hier. Ich habe meine Armee noch nicht mal. Also bitte. Ich bin noch am Ausbilden. Ich kann da keine Armee jetzt einfach so losschicken. WBF bereit. Ja, WBF bereit. Beeil dich. Ich habe noch keine Ahnung, wieso ich jetzt das gerade alles für die Raffinerie aufbrauche. Ach, seinetwegen und seinetwegen. Wir sind auch schon voll von den Häusern. Der nächste WBF kann ich gar nicht erst machen. Gebäude bauen. Ich brauche ein Haus. Wollt ihr mich verarschen? Kommt schon. Ich bin manchmal echt so schlecht in diesem verfluchten Spiel. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Was? Ah gut, das sieht doof aus. Bereit machen, Jungs! Benötige weitere Depots. Ja, das ist ja gleich fertig. Worauf soll ich ballern, Sir? Bingo! Hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten? Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Naja, wenn bis dahin nicht schon ein... Ich baue hier nochmal ein Haus. Hier komm ich! Naja, oder auch nicht. Losgeladen und entsichert! Kann's kaum noch erwarten. Wen soll ich einsetzen? Du sollst mir diese Mineralien holen, aber nicht verbrennen. Ich brauche die. Zeit für Grillwürstchen. Grillwürstchen. Feuer und Flamme. Jetzt geht's rund. Zeit für Grillwürstchen. Na also. Gut gemacht. Obens. Richter. Los geht's. Gut gemacht. Auf der Tarnung. Richtung Feuer und Flamme. Hokon. Der Forscher. So, ich schicke mir gleich mal ein WBF zu. Wir haben hier doch noch einen Soldaten. Worauf soll ich ballern, Sir? Wir müssen die Bunker echt bemannen. Haben wir noch ein WBF frei? Ungültige Arbeit. Untätige Arbeit. Ungültiger. So. Haben wir denn noch, ja, zwei WBFs können wir noch machen. Finde ich, sollten wir auch. Und vielleicht auch noch ein paar Feuervernichter. Oder wie die auch immer heißen. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen?
Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Noch ein WBF, das habe ich mir gut überlegt irgendwie. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber finde ich nicht schlecht. Ja, genau deswegen. Wo tut's denn weh? WBF einsatzbereit. Ich weiß nicht genau, wo das es weh tut, aber... So, also... Kannst du einen Maschinendock... Nein, du kannst noch keinen Maschinendock bauen, das sollte jetzt aber gleich möglich sein. Ich warte noch ganz kurz. Yo! Etwas sagt mir, dass ich das bauen soll. Aber sicher! Der hier baut mir jetzt ein Haus. Naja, wenn wir die Mineralien hätten. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Und ich habe keine sagen Truppen. Sie Ihren Leuten Bescheid. Feuer mit Feuer. Ich gehe meine Truppen mal runter. Nur zu! In der Zwischenzeit hoffe ich, dass ich nochmal ein Versorgungsdepot bauen kann. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Komm schon, noch eine Mineral. Komm, noch eine Ladung. Da ist sie auch schon. Ich bin schon unterwegs. Ach so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Immer noch, ja gut, das ist eigentlich so weit in Ordnung. Los, Bewegung! Aufgetankt. Ich bin Feuer und Flamme. Ich habe die Mineralien da drüben gesehen, aber ich mache jetzt. Ich schicke die mal hier hin. Sieg. Riecht es das? Das ist ja in Ordnung. Heigen erschreckt! Raketenturm wäre hier oben vielleicht auch nicht schlecht. So, hier. Ja, ich brauche Feuer. Nee, ich lasse dich hier. Haben wir noch genügend Mineralien? Basis wird angegriffen. Naja. Was, wenn wir der fliegen? Danke sehr. Oh, die haben den BWF leben lassen. Das ist toll. Naja, der hier wird wohl weniger benannt. Ich muss ganz kurz gucken, dass ich hier noch ein paar Infanteristen ausbilde. Die schicke ich hier nach vorne. Der ist fertig. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das macht nicht so. Ja gut, der Bunker wird vernichtet. Dann lasse ich den BWF mal hier und nehme die mal mit. Sollte mich mehr um den Konvoi kümmern. Wollt ihr mich verarschen? Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Was? Die sind tot. Das kam überraschend. Oh Gott. So viele Tote. Ich kann den Anblick nicht ertragen. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Ja, toll. Kommt noch was? Ich kümmere mich drum. Wir werden hier noch alles vernichten. Mit der Ruhe. Da habe ich jetzt nicht gut aufgepasst, das gebe ich zu. Nicht genügend Mineralien. Ja, in Ordnung, gib mir mehr. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Was wichtig hat? Ja. Ich wusste nicht, dass das permanenten Damage macht. Durchgeladen und entsichert!
kann's kaum noch erwarten. Jawohl. Aber sicher. Jungs, schwirren noch ein paar verwirrte Zergs rum. Na ja, ich sag. Warum nicht? Geht da. Freu mich schon drauf. Tja, das werden wir nicht hinkriegen. Nicht so wie geplant. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Dann wird ausgebildet jetzt. Los, los, los! Aber echt, man, wir brauchen hier echt mehr Truppen. Der Raketenturm ist schon nicht schlecht hier gebaut. Und hier sind immerhin drei Leute drin. Ich habe immer noch einen WBF. Was nicht passt, wird passend gemacht. Damit können wir hier von mir aus auch noch einen Raketenturm hinbauen. Für 100, naja, toll. Darf ich mal erstmal gehen. Feuer gefällig. Da ist ein Feuersoldat gespawnt. Juhu, Überstunden. Ja, Überstunden. Wichtige Überstunden. Aha. Bekämpft Feuer. Lasst uns hier nicht zurück! Der Doktor ist da. Sind viel zu wenig. Zerg werden uns alle überrennen. Bin hier. Verstanden. Ich brauche dringend mehr Leute. Jetzt geht's rund. Kommt noch was? Raketenturm war eine gute Idee hier. Gut, mit Bunker können wir es hinkriegen. Ich muss jetzt einfach hier bei der Kolonie bleiben. Ei, ei, Sir. Hier komm ich. Warum nicht? Es bleibt. Selbstverständlich. Ich weck euch da. Los, los, los! Wahnsinn! Jawohl! Aber sicher. Ich verbrenne mir hier die Finger. Dann ist es in Ordnung. Das darfst du. Aber dann sei stark. Ich brauche Feuersoldaten. Benötige weitere Depots. Das auch noch. Abmarschbereit. Dann holen wir mal die Mineralien hier. Roger. Kann ich hier nämlich Depots bauen? Haben wir denn? Ach, da hinten. Hier komm ich! Benötige weitere Depots. Ja, gerne hier ein Depot. Und hier gleich noch. Durchgeladen und entsichert. Kontrollpunkt erreicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was liegt an? Ja. So, ich habe jetzt gerade echt... Ich mache hier noch für die... Erhöht den Schaden von Infanterieeinheiten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre definitiv nicht schlecht. Heiler wären auch nicht schlecht und am besten zwei davon, damit die sich gegenseitig auch heilen. Schlechte Neuigkeiten? Nee, eigentlich nicht. Du kannst mir das hier noch holen.
Bin schon unterwegs. Wir haben leider keine gewöhnlichen Geschütztürme. Deswegen... Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Ich baue das hier mal hier hin. Können wir nämlich Truppen ausbauen, wie wir fröhlich sind, wenn wir denn die Ressourcen dafür hätten. Wie gesagt, ich brauche nochmal einen Heiler. Dann brauche ich aber sicher auch noch einen normalen Space Marine. Der Doktor ist da. Wir haben hier noch ein bisschen verbliebend, das ist in Ordnung. Ja, wir brauchen dringend Feuerriesen. Feuerriesen. Nur zu. Das sind Feuerfresser, verdammt. Die Feuerriesen. Mache ich eigentlich schon Überlänge? Ich denke schon, der ja. Der Doktor ist da. Ja, ja, schön. Die füllen jetzt und die dürfen nicht sterben. Ich muss hier echt jetzt ausbilden. Zwei Feuerfresser hatten wir vorher schon. Wahrscheinlich wird es auch wieder dieses Mal reichen. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Nur, dass wir leider jetzt vorhin Truppen verloren haben. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Da käme noch ein Feuerfresser. Komm schon. Komm, Bim. Nein, was will ich hier? Kommt noch was? Kommst du mit dem nächsten Konvoi? Oder wir nehmen dich mit. Und dann werde ich dann ein bisschen aufteilen. Wen soll ich grillen? Bereit machen, Jungs! Abmarsch bereit! Durchgeladen und entsichert! Sollte eine Lufteinheit kommen, dann haben wir hier einen Turm. Der ist ein bisschen schwer anzuvisieren. Warum nicht? Sicher. Die Zerg greifen den Konvoi an. Von hinten? Das ist ja mal gemein. Los, los, los! Freu mich schon drauf! Zum Glück haben wir Heiler. Das war ganz knapp. Immer mit der Ruhe. Nö, zu. Immer diese organischen Zerren. Gut, diese Armee senden wir als Verteidigungsarmee, das da oben funktioniert ganz gut. Das senden wir hier. Wir legen die Armee hier hin und bilden hier noch bisschen Infanterie aus, weil die am kostengünstigsten nicht sind. Genügend Mineralien. Ja, das ist in Ordnung. Ausnahmsweise ist es in Ordnung. Ich mache nochmal einen. 3, 4, 5, dann haben wir 6. So, dann sollte das eigentlich was auch reichen. Passend gemacht. Ich hoffe es. Wir haben jetzt auch ein bisschen Angriffsstärke. Ja, da sind sie. Wir gehen da hinein, wir müssen das hier noch starten lassen. Ach, vier müssen wir noch starten lassen. Passt das da rein? Offenbar schon. Jetzt müsste das Ding doch abheben. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu Ihnen. Oh, wie cool! Da schwimmt ein kleiner Hai, ein kleiner Hai. Ich mache Überlänge, ich habe es gerade gemerkt. Tja, die letzte Welle. Die erwartet uns dann wohl definitiv erst in der nächsten Folge. Verstanden. Was ist das genau? Bergschwarm, das habe ich gemerkt, aber was ist es? Selbstverständlich. Jawohl. Ach, da kann ich noch ein bisschen vor... nee, da steht aber einer.
Nächster Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Ja, bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Bis der aufbricht, kann ich da noch ganz kurz reindüsen und mir das hier noch holen. Bingo! In Ordnung! Einer ist tot, okay. Ich folge dem Weg da mal. Ich weiß, da unten stürmen die gerade das Ding, aber das sieht so speziell aus. Warum nicht? Freu mich schon drauf. Hier muss noch mal was sein. Boah, hier geht's irgendwie in eine Schlucht rein. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Was es auch war, es ist jetzt weg. Alter, hier wimmelt es. Wow! Das hier ist echt gottweit. Ich lass die da oben den sterben. Oder die schaffen's. Aber wenn die schaffen, dann also Hut ab. Worauf soll ich ballern, Sir? Yeah! Kommt noch was? Seht hier. Ah, wir können hier hingehen. Ach so, dann war die Bahn. Jetzt stürmen die auch schon hier. Ja, jetzt wird's ungemütlich. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Jetzt wird's gerade sehr ungemütlich. Der Glattung. Der Bunker wird vielleicht nicht standhalten. Oh mein Gott. Kommt mal raus. Drei Leute sind noch besser als wir. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Worauf soll ich ballern, Sir? Ja, schön. Ich finde, die Leistung ist gut genug. Ich mach das jetzt durch, es gibt Überlänge. Das brauche ich nicht mehr. Ich nehme mich lieber runter. Warum nicht? Der Zerg wird hier offenbar lang. Das hier gefällt mir dafür weniger. Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie! Wir verschaffen ihnen Zeit, da oben kommt mein Name. Ja. Oh nein. So kommt hier wenig weiter. Das lasse ich nicht zu. Wir haben hier einen Konvoi zerstört, einen zweiten gibt's nicht. Geht's ab. Verstanden. Natürlich. Wir halten das jetzt hier. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, wir haben leider ein paar Männer verloren. Wir haben von den anderen, wir werden das nicht ganz hinkriegen. Jetzt müssen wir verteidigen. Ich sehe es kommen. Achso, da ist noch einer mitgekommen. Ich weiß, wir werden jetzt hier verteidigen. Ne, wir müssen nicht mehr verteidigen. Achso, das vierte Shuttle, wäre das auch noch gefüllt, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind alle Shuttle. Ah, das letzte nimmt uns mit. Ich verstehe. Da haben sie sich was Logisches überlegt. Komm, flieg. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Oh, nö. Na, wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Bisschen Infanterie noch und danach kommt noch eine Heilungstruppe. Ja, ich weiß, ich bin voll. Daher müssen wir also nochmal eine machen. Dann würde ich aber sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei, aber dann machen wir es in der nächsten Folge. Ich habe ja eh schon Überlänge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.